Okay, erstmal Setup. Haben wir schon Hallo gesagt zu der neuen Folge? Kannst du gerne sagen. Nein. Ja, damit begrüße ich euch, hi ho, zu Aserbaidschan. Wir sind im Qualifying, wir sind quasi schon drin, seit 10, 20 Sekunden. Es ist noch keiner auf der Strecke, fährt gerade einer raus, glaube ich. Ich. Kein Regen, aber bewölkt das Rennen. Ansonsten alles sonnig. Also wie genauso wie das letzte Rennen. Schauen wir mal, ob wir Aserbaidschan haben. Baku, Aserbaidschan. Trocken. Jawohl, nehmen wir. Oh, er hat wieder. Oh. Ist jetzt geändert? Fertig, bereit. Jetzt habe ich nach dem Sprit nicht geguckt. Scheiße, hätte ich machen sollen. Ein bisschen leichter. Ah. Das war Für 7,5 Runden, ja, geil. Alter, erste Kurve sofort verpasst und alles kaputt. Lol, du bist einfach gerade ausgefahren. Ja, yeah, ich habe die Kurve gar nicht mitgenommen. Mitbekommen. Komplett kaputt? Nee, Flügel komplett kaputt war. Ja, hast du auch die Kurve so spät mitbekommen? Ja. Ja, ich habe einen roten Kotflügel. Ich habe, glaube ich, keinen mehr. Ich habe die Kurve gar nicht mitbekommen. Alter. Oh Gott. Okay, Aserbaidschan ist scheiße, die Kurven sind echt kacke. Ich habe nichts gesagt, diese Strecke ist doch nicht leicht. Good time, Master. Ja, die ersten Kurven sind echt kacke. Und es wird noch schlimmer. Oh Gott, was sind das für Kurven? Es geht durch die Stadt, das ist normal. Wo sind wir hier in Monaco? Zweites Monaco, ja. Monaco 2.0, willkommen in Aserbaidschan. Ja. Oh Gott, wie soll man denn hier hinfahren? Die fahren Rennen hier. Ja, ich meine, wie soll man das denn schaffen hier? Alter, was ist das hier bei der Bucht? Alter. Nö, die fahre ich gar nicht, diese Strecke. Kannst du vergessen. Oh, ich kann ja besser fahren als Monaco. Da bei der Burg werde ich sicher das Ganze kaputt haben. Pass auf, bei der Boxeneinfahrt ist noch so ein kleiner Kurve, ne? Einkerbung. Ja, ich weiß. Nicht zu schnell reinfahren. Ich kenne die. Erstmal eine neue Nase holen. Ja. Aber dann endlich mal eine schnelle Zeit fahren. Wenigstens eine Zeit fahren. Oh! Ja, gut, ich bin raus. Mann. Oh Mann, oh, was ist das für eine Sch Dicke. Oh, ich hab's. Oh Mann. Schade. Diese Strecke ist mord. Ja. Oh Mann. Wieso? Wieso? Norco 2.0. Oh Mann. Magnussen, Perez, Alonso. 1,49. Ist machbar. Ja, das machen wir. Verstappen. Oh Mann. Jetzt fahren, ja, danke. Rausfahren. Oh, Hamilton fährt schon eine Zeit. Gut für ihn. Erster, Viertel 2. Ja, und übertreibt erstmal. 1,46. Ah, warum ist so viel Verkehr denn draußen? Ich fahre auch noch raus. Ja, ich fahre natürlich auch noch raus, ich habe noch keine, aber 12 Autos ist natürlich auch heftig. Ja. Kommt, jetzt kann ich rausfahren eigentlich.
So, hier und dann sofort bremsen. Alter! Komm, Konzentration jetzt. Vor allen Dingen ist die Strecke so leicht, da wirst du in jeder Runde mindestens einmal überrundet. Ja. Alter. Ich hab noch die Mauer erwischt. Uiuiui. Wenn man sich darauf einstellt, kann man das sogar fahren. Ja, sie ist nicht so schwer, aber man muss sich halt darauf einstellen. Die Burg, das könnte echt ein Verhängnis werden nachher. Ja, die kleine Kurve. Wenn man da nicht aufpasst. Ja, die kleine Kurve da, ja. Oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Oh, überall DRS? Geil. Oder fast ja, überall. Ja, nicht ganz überall, ne? Aber alle fast alle geraden Strecke. Ich hab schon zwei mit DRS gefunden. Ich sehe die Schilder nicht mehr mit DRS. Bin ich blind geworden? Stehen auch keine Schilder da. Ach so, okay, geil. Also die hängen ja da oben. In den Wänden. Ja. Ich gehe für die erste Zeit gehe ich erstmal ein bisschen auf Sicherheit. Ich gehe nur auf Sicherheit. Okay, eine Sekunde Rückstand auf Hamilton. Na, 15. 14. Ja. Siebter. Oh. Oh, Alex, nicht dein Ernst jetzt. Bleib mir weg. Und er fährt die. Ja, du. Bist du ein kleiner Pisser. Ah! Der kann nichts dafür, sein Internet ist so schlecht. Arsch, ey. Wenn er mir im Rennen begegnet, ne? Nee, das wird er nicht. Der wird wieder irgendwo vor mir landen. Ich hatte gehofft, dass du Probleme mit Max hast, aber jetzt mit Magnus. Ericsson. Ericsson. Ah, halt. Ja, der kommt aus der Box raus. Oh, ich hab Kurve verkackt. Und fährt auf die Ideallinie und direkt damit in mich rein.
Schnelle Runde, adieu. Oh, ja. Ja, Auto kaputt. Danke. Ciao. Oh, damit startest du neben Time Master, glaube ich. Ja, total Schaden. Ey, ey, ey. Bei der Burg? Nee, bei der bei auf die C-Linie, die Kurven da. Oh, ja, ja, hier, hi. Schaffe ich noch eine Runde? Ja. Theoretisch. Aber ich hab scheiß Kotflügel. Das kriege ich nicht hin. Ja. Der Kotflügel hat mich jetzt das Genick gebrochen. Ja, noch bin ich sogar besser als vorher. Oh lol. Sieben Monate sogar, wow. Die 600, 500 Zellen, jetzt da bin ich ein bisschen schlechter rausgekommen. Eine Sekunde verbessert. Und jetzt kein Sprint mehr. Oh Gott. Nee, 2,73 Runden hätte ich noch. Ah, Mist. 600... Hundertstel. Auf jeden Fall verbessert. Wo bin ich? Nichts wird angezeigt. Fünfter! Oh. Direkt vor... nee, direkt hinter Verstappen. Okay. Nee, vor Verstappen. Nee, vor. Oh, 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 noch schlimmer. Weil die haben einen besseren Antritt. Die werden am Start alle an mir vorbeiziehen. Jupp. In der ersten Kurve, Alter. Viel Spaß, Alex. Ja, ich sehe schon die Teile fliegen. Gab es Vorfälle? Keine Ahnung. Ja. Außer, dass wir gecrashed sind, glaube ich. Ja. 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 Basa und Time Master total Schaden. Ja, wir. Hallo, Time Master. Aber das mit Ericsson oder so, ne? Ja. Ist ja scheißegal. Ja, nee. Wir können dann zusammenfahren, Time Master. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und wir sagen damit nochmals herzlich willkommen zu dem Rennen. Nicht dem Qualifying, sondern dem Rennen. Okay, machst du dazu immer ein extra Video? Nein. Achso, nein. Weil du jedes Mal einen Teil begrüßt, deswegen wundert mich. Ich will nicht fahren. Ich will nicht. Ich schon. Erstmal Kupplung und Einführung. Ah ja, haben wir schon. Als letzter muss man sehr lange warten mit der Kupplung. Ich hab mich trotzdem schon mal verbremst, sehr gut. Ich trau Ericsson nicht, ne? Ey, den solltest du auch nicht trauen. Wieso bin ich 16 dann nicht vorletzter? Oder letzter. Jetzt merke ich das gerade. Was, 16? Bist du 16? Ja, ich bin 16.
Ah, okay. Okay, ja, dann, weil du eine Zeit nochmal gefahren warst? Ja, genau. Ich bin ja keine Zeit gefahren. Ach so, okay. Und dann durch den Totalschaden vielleicht ein bisschen zurückgesetzt worden. Weiß ich ja nicht. Oder es wurde die Zeit vorher genommen von dem ersten Durchgang. Ja, aber bist du da 16er geworden? Das war ja ist er. Doch, ist er. Ach so, in dieser Zeit? 16er geworden und die anderen haben sich nicht verbessert. Okay, dann ist es das. Ja. Ja, also immer erst einmal eine Zeit fahren und dann kann man Totalschaden machen. Ja, genau. Alex, nächstes Mal fahre ich einfach in dich rein. Nein. Dann lass mir vorher wenigstens eine Zeit gefahren. Nein. Warum denn nicht? Weil du so gemein zu mir bist, deswegen. Oh. Oh Gott, ich schaffe es noch in der Einführungsrunde. Das stimmt mich jetzt ein bisschen traurig. Ich hab um Haarbreite den Alonso gerade verpasst. Und der Alonso ist despawned bei mir? Okay. Kein Alonso mehr vor mir. Hallo, Alonso? Jetzt ist der Alonso ist am Start. Okay. Hast ihn rausgekickt. Nee, ich hab ihn gar nicht berührt. Ich habe auch keine Strafe oder irgendwie. Oder ich müsste Jahre am Start stehen. Der hat dann den vor ihm getroffen. Ja, nur das, ja. Oh. Dann hatte ich schon. So, jetzt wird's spannend. Erste Kurve. Oh. Okay. Das war zumindest ein annehmbarer Start. Und jetzt habe ich nicht in die rein, weg, nein, weg. Erickson. Oh, da flog meine Teile. War das legitim? War das legitim? Bin ich 15er? Ich bin 15er. Grosjean rennt ständig in mich ein. Nein! Nein, nicht mich überholen. Ihr Wichser! Nein! Ihr Wichser, ihr seid alle in mich reingefahren. Ja, das ist so eng. Oh, Verstappen ist nicht mehr hinter mir. Ich bin 17er. 17er. Ich hab Position gut gemacht. Ich bin 10er. 5er. Ja, gib mal an hier. Hä? Hey, ihr habt alle gesagt, da wollte ich auch sagen. Was denn? Ja, ich wollte nur mal sagen, dass ich was geleistet habe. Ja, ich auch. Wollte auch gerade da. Bei euch ist das kein Wunder, dass ihr was leistet. Nein, von 16. da in dem Traffic 10. zu werden, Alter. Oh Gott. Wie viele Runden haben wir überhaupt vor uns? 26. Ah, oh, okay. Easy. Ja. Vielleicht schaffe ich ja tatsächlich mal. Uff, da wäre ich fast aus dem Rennen gekickt worden. Ja, gut. Von mir selbst. Gut. Oh oh. Oh, Con, wie schnell bist du eigentlich? Hau mir auf damit. Oh, nein. Okay, das war's. Shit, mein Kotflüge. Oh, shit. Oh, da schiebt mich jemand von hinten. Was zur Hölle? Mann. Leute. Was zur Hölle? Mein Wagen fährt nur seitwärts. Was ist so? Ich kann nicht mehr lenken. Okay. Jo, ich seh's gerade. Was zur Hölle? Ja, jetzt kann ich wieder lenken. Was war das denn? Lol. Wow. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder ganz hinten, weil ich lenken konnte. Alter. Was war das denn? So, ja super. So für mich das Spiel unten halten. Ja, sieht so aus. Das Spiel denkt sich auch, wieder fährt mal ein bisschen anständig. Nee. Oh, das geht da ja gar nichts.
Ja, genau. Genau. Spiel. Nee, ich hab gar nichts, hab ich. Es war gar nichts los. Es war gar nichts los. Ich bin kurz in. Ja, ein bisschen in die Reifen gefahren. Also an die Seite. Ja. Von Rückwärtsgang machen. Hat aufgegeben. Oh. Ja, okay. Arschlochspiel. Genau. Scheiß Toro Rosso hält gar nichts aus. Ich werde mal letzter jetzt. Warum? Oh, Kotflügel kaputt. Alter, was für ein Kampf da vorne, ey. Ich sehe das aus der Entfernung, aber. Eieiei. Ich kann mich leider nicht einmischen, weil ich das schlechtere Auto habe. Für Hamilton ist es gut, der kann vorne wegfahren. Wow, ich bin wieder 16. Und 17. Oh. Ich hatte kurz ein Standbild. Ja, schön. Nein, erste Kurve, das Auto rutscht bis in die Mauer. Ich kann wieder in die Box. Wow. Ich bin gerade aus der Box rausgefahren. Also so was? Wie beim Qualifying oder was? Ja, genau so. Geradeaus einfach durch. Nee, ich so. Hab die Kurve genommen, aber ist weiter ausgerutscht bis in die Mauer. Ich hab voll gebremst. Gar nichts. Ja, kein Drifted, kein Grip. Nee, gar nichts. Das auch nicht zu viel stark bremsen und dann lenken, ja, dann rutscht dann. Ich hab auf weg. Der Gerade gebremst. Wo er mir die Steuerung übernommen hat. Aber hat nicht. Das war nicht genug. Ich bin weiter. Zu weit noch gerutscht. Oh, da kommt Ocon wieder. Das heißt, ich werde 18. Oh nein, das ist ein Teamkamerad. Noch kann ich so aufhalten. Perez und Ocon. Aber ich denke mal, die werden an mir vorbeiziehen. Ich würde sie nicht vorbeilassen. Kann ich aber nicht. Kann die nicht aufhalten, die sind zu schnell. Ja, ich meine nur, dann hinterkommt Verstappen. Könnte nicht irgendwie. Keine Ahnung. Vasa, wo bist du, wenn man nicht braucht? Ich bin zu weit, ich muss in die Box jetzt. Schon wieder. Kein Verlass hier. Wer rechnet aber auch mit so einer Ich hab wieder an derselben Stelle einen Standbild. Diese Folge kannst du dir nennen, was ist mit Aserbaidschan los? Oh ja. Was ist mit Aserbaidschan los? So, gucken wir. Ich trete schon jetzt auf die Bremse. Hast du es geschafft? Oh, ja, ich hab's geschafft. Gott! Oh, Alter. Boxenstopp. Ich lebe immer. Änderung bestätigen. Boxenstopp. Ich hasse mein Leben. Gut, dass das nicht real ist. Oh Gott, Alex. Ja, Flügel war eh schon scheiße. Ha, lol. Ja, geil, jetzt werde ich durchgereicht.
Also ein anderer Streamer hat es in dieser Box dann einfach schon geschafft, beide Reifen zu schrotten. Beide Vorderreifen. Ja, geil. Ja, komm, dann lass mich Gas geben. Soll ich etwas fragen? Ja, mach ich. Na, wirst du ja wohl müssen, ne? Wenn du noch Plätze gut machen willst. Ich krieg keine Plätze gut. Nicht auf dieser Strecke. Ich fahre jetzt aus, wie ich keinen Sprit mehr habe. Ich möchte unbedingt Punkte haben. Das ist das einzige Ziel heute nur noch. Oh, viel Glück, 12 Sekunden auf Wehrlein. Ja gut, die müssen aber auch noch mal in die Box. Ich war schon zweimal in der Box. Ich will mich das aufregen, ne, dass ich... Wow. Was hast du gemacht? Ich habe die Mauer rechts ganz leicht gestriffen mit dem rechten Reifen und bin dadurch komplett nach links gezogen und das in Stahl da rein. Komplett kaputt? Ja, bin komplett raus. Ja, cool, dann muss ich ja nur noch. Tja. Musst du noch nur noch in die Mauer fahren, genau. Finde ich auch. Ja. Das kürzeste Rennen in unserer Session. Wow! Ja, ist ja knapp. Fast in Alex gefahren. Oh, Mauer. Oh, eine Mauer. Oh, eine Mauer. Oh, Mauer. Links, Mauer, rechts. Oh, je, je. Bin ich wieder allein zu fahren, ja. Bist du wieder? Ist das erste Mal? Nee, zweite Mal schon. Achso, ja. Ja. Ja, stimmt, in irgendeinem. Ja, stimmt. Ah. Allein. Alex sagt gar nichts mehr. Der ist frustriert heute. Das ist nicht sein Tag heute. Absolut nicht. Weil ich habe alles immer so geil genommen, die Kurven, die... Ich hatte so viel Zeit durch die Kurven aufgeholt. Ich konnte vorne mithalten und dann zweimal so ein scheiß Fehler, ey. So gutes Qualifying auch. Ich fahre gerade an mein Limit von dieser Strecke und ich, schneller kann ich nicht fahren. Hä? Und ich komme an keinen ran. Oh shit, das war auch. Selbe Mauer. Hast du ja. Ein Glück? Ja, selbe Mauer. Aber Flügel kaputt, komm. Siehst du, der Toro Rosso wäre direkt stehen geblieben. Der Toro Rosso. Aber ich bin da ein bisschen schneller reingefahren. Ja, ich hab schon abgebremst. Ich wollte noch mindestens 3 Runden fahren.
Alter, er 26 Runden. 7 Runde. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin in der zweiten Runde rausgeflogen. Weil das ist echt. Dass mein Wagen da einfach stehen bleibt. Er ist fest die ganze Zeit rechts an der Mauer. Und dann, der Crash. Keine ja. Ahnung, was da los ist. Verhext. Nö. Und falls ihr gerne live bei einer Aufnahme dabei sein wollt, schaut gerne bei Time Master vorbei. Auf seinem Channel bei Twitch. Der streamt das jedes Mal. Da seht ihr zumindest Basis an sich, ja. Genau. Die ja. Nicht besser ist. Doch. Er fährt immerhin. Ja, ich wollte gerade sagen, du fährst immerhin. Ja, für wie lange? Oh, scheiße. Oh. Das war die Mauer schon. Ah, scheiß Mauer. Ja, da lag mein Reifen noch. Oder mein? Nee, ich hatte ja scheiße. Dein Reifen, ja. Ich war nur noch auf 3 Reifen, alles klar. Genau. Ja, ich bin der Red Bull, ja. Ja, das ist alles möglich. Ja, Red Bull kann fliegen, ne? Genau. Der fliegt da noch in den Glaswolkenkratzer, der da hinten steht. Oh, blaue Flagge. Ah ja. Ja, Hülkenberg! Ah, da zieht er vorbei! Punkte für Renault! Alter! Kann man sich überhaupt die Rangliste hier irgendwo angucken? Nee, ne? Ich glaub nicht, ne? Oh, Verstappen hat sich gerade teleportiert. Ja, geil! Nach aber vorne? In Grosjean rein! Nach vorne? Nee, Grosjean ist vor ihm. Aber er ist noch nicht dran vorbei. Ja, dann hat Max sich nach vorne teleportiert. Das ist geil. Ja, aber mittlerweile ist er wieder im gleichen Abstand. Oh, schade. Alter, wie Hamilton einfach 7 Sekunden Vorsprung hat, ey. Das wollte ich nicht. Weg. So. Ne, kann man sich nicht angucken. Schade. Wenn Hamilton wieder hinter mir ist, dann kann ich ja wieder Vollbremse machen. Ah, scheiß Kerl. Schon wieder was mitgenommen. Ja. Schnellste Runde. Merkt man überhaupt, dass ich selbst schalte? Nö. Ja. Bisschen. Weiß gar nicht, ob du so weit runter schalten musst immer. Also immer auf 2. Und dann hat er keine Leistung, um vorzukommen. Oh shit. Die Leistung jetzt ist sowieso. Ich kann mal mit höheren Gang da durchfahren, aber. Naja. Dann sieht's so aus.
Ich habe immer das Gefühl, das Auto kommt nicht voran. Blaue Flagge, wer ist hinter mir? Perez. Kurve noch geschafft. Oh, kommen Sie, Perez. Muss komplett stehen bleiben, dass die vorbeifahren. Das. Oh, shit! Shit! Guck, das hat er jetzt keine Reifen verloren. Was ist das für ein Cheater? Ja, aber echt, ey, wie kann der immer noch leben? Alter. Ich hab sofort meinen Reifen verloren. Jawohl! Ja, geil! Ich titsch zweimal die Wand an, wenn ich den Reifen. Und er. Viermal hat er die Wand berührt. Alter. Ah, Flügel kaputt. Ja, erneuern wir. Scheiß drauf. Ja, ja. Ja, und mein Teamkollege ist vor mir. Ja. Ey, wo ist denn der abgekommen? Der Verstappen. Das sah merkwürdig aus. Wie der rausgefahren ist. Zwölfter. Wie der rausgefahren ist, ja. Ja, ich hab das gesehen, so komplett 90 Grad raus und. Ja. Der ist 12, 13. Ist er sogar. Oh, schlecht. Ja, okay. Keine Punkte für Red Bull, aber Hülkenberg auf 8 Punkte für Renault. Und Kwiat. Wo ist Hülkenberg? Auf Rang 9. Kwiat ist so schön. Toro Rosso kriegt auch Punkte. Ich muss mal Hülkenberg rausschmeißen. Ja, auf 8. Ich muss ja nicht Achter sein, er kann ja in der nächsten Runde sein. Ja, und dann kann ich hier rausschmeißen. Ja, die waren gerade alle in der Box, du mir. Magnussen, okay. Da fährt Stroll. In der nächsten Runde schon. Ja. So, ich würde gerade sagen, du kannst ihn doch gar nicht sehen. Ne? Ja, er ist vor mir. Ja, ja. Ich würde auch meinen, nee, Stroll ist doch vor Alonso, wie du den siehst. Ja. Wo ist dann Alonso? Oh, keine Ahnung. Unsichtbar. Hey, Hülkenberg fährt in die Box. Okay, ich habe 10 Runden gepackt und ich bin noch nicht kaputt gegangen. Cool. Hülkenberg fährt in die Box, dann kommt. Also, ihn ja nie. Ich hab die Maul wieder berührt. Fiat ist jetzt auf Rang 7. Teamkollege 7. Wow. Good Time Master. Ja, super gut. Wie der aus der Box so rausdriftet, ne? Ja, ist Hülkenberg. Oh. Stamm die Wasser. Ich war mal auf Fett. Keine Punkte fürs Team. Muss ich bremsen? Oh nee, nein. Oh. Moment. Oh, sorry. Wasser lebt immer noch. Ich lebe immer noch. Hülkenberg ist raus. Keine. Nee, er fährt noch. Er fährt aber noch. Er hat kein. Kein Flügel mehr. Ja. Ey, du bist so kackendreist, ne? Ja, ich lebe noch immer noch. Das ist geil. Oh, ey. Red Bull, ne? Unkaputtbar. Wenn ihr ein Auto kaufen sollt, Red Bull. Ja, vor allen Dingen, Toro Rosso ist doch Nachbarfirma von Red Bull, aber der ist nicht halb so stumm. Steht sogar Red Bull drauf, weißt du? Ja, ja. So. Oh, scheiß Mama. Alter, der lebt einfach und lebt. Keine Ahnung, ey. Cheatcodes eingegeben, ne?
Jetzt schmeiß halt Hülkenberg raus und... Oh shit, er rutscht jetzt mal. Schmeiß dich bitte selber raus jetzt, ganz im Ernst. Das geht nicht mit, das geht nicht mit rechten Dingen. Okay. Ja, endlich! Hey! Lange gedauert. Meine Güte. Ich brauche erst 15 Anläufe, um sich kaputt zu machen. Weißt du? Ja. So. Ja. Das war. Wo ist Hülkenberg gelandet? Mit rausgeflogen? Ja, Hülkenberg raus. Aber letzter sicher. Raus? 14. Runde, scheinbar. Alonso auch. Hülkenberg, 16. Keine Punkte. Ja. Aber er hat's beendet. Ja, er hat's beendet. Er hat das Beste nur noch ausgemacht. Toro Rosso quiert auf 7. Ja, lassen wir diese Strecke einfach mal hinter uns. Oh, ja, Mann. Liebe Freunde, das war Aserbaidschan. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Rennen. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Ich glaube nicht. Also, nein.